Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Smaragd im Zeichen der Nassau-Challenge. Mir ist gerade aufgefallen, als ich das Spiel gestartet habe, dass ich kaum noch Tränke habe. Dementsprechend werde ich jetzt vorsorgen. Und ich habe auch schon geguckt, ob der komische Schiffsmacker da ist. Nein, ist er selbstverständlich nicht, weil ich habe ihn in Gravitport City stehen lassen. Da werden wir uns jetzt auf den Weg hin machen. Und ja, danach kümmern wir uns um die Arena, würde ich sagen. Und wie ihr seht, ist unser Tausam mal kurz vorm Level Up. Und das geben wir ihm jetzt mal eben. Bam, down. Tschüss. Und kein Level Up, ja okay. War mit zu rechnen bei so wenig EP. Ach ja, ach ja, ach ja. Noch ein Pfiffchen. Pfiffchen, Pfiffchen. Level 6, Level 6. Level 6. Und ich habe ein bisschen gefarmt nach Items, als ich ein bisschen trainiert hatte gestern noch. Da habe ich mir überlegt, ach, wenn du schon mal in den ganzen Gegenden bist mit Stränden und sowas, setz mal den komischen Detektor ein und guck mal, ob du irgendwas findest am Strand. Hey, Level 30, sauber. Ne. Ist das geil. Leute, ist das geil? Das ist geil. Kleinen Moment, ich hole mir eben schnell einen neuen Kaffee. Bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Ah, hat nur einen Augenblick gedauert. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich genug Items habe und ja, bei der Arena. Bis gleich. Hey, ich habe eine Trainerin hier am Strand vergessen. Toll, ne? Super. Sehr gut, Daniel, sehr gut. Was hat sie? Nur ein Pac-Man, das ist ein Meryl, also bis gleich, Leute. So, Leute, und da sind wir auch schon wieder. Ich habe ein bisschen eingekauft. Ein bisschen was verkauft. Und zwar habe ich jetzt einmal Super Trank und 9-mal Sprudel. Ich hoffe, das reicht für die Arena. Und wir bringen noch eben unserem Nico Toxin bei. Warum? Weil er kaum gute Attacken hat und ansonsten, also er hat eine super Angriffspower, aber ihm fehlt einfach die Stärke. So. 1, 2 und schwupp. Toxin. Sehr gut, und wir gehen jetzt in die Arena rein und hoffen einfach mal das Beste. Was? Es leckt gerade ganz schön. Leute, ich guck mal, was ich machen kann. Oder? Ja, ich guck mal eben. Bis gleich. So, läuft es jetzt besser? Joa, wesentlich, wesentlich. Hauptsache, es läuft. So, was haben wir da für einen Raum? Initiative-Raum. Ja, wir gehen da rein. Was könnte der... Ein schnelles Pokémon. Das heißt, Nico ist wesentlich langsamer. Das heißt, wir machen Initiative gegen Initiative. Tao Sama hat die beste Initiative überhaupt. Obwohl, wir setzen Schweiboss ein. Schweiboss ist ja auch nicht gerade der langsamste. Deswegen denke ich mir, ist das eine gute Wahl. Da. So, dann zeig mal, was du drauf hast. Ich glaube nämlich, dass Nico mit der ganzen Initiative ist bei Nico auch schon ziemlich hoch. Oh, ein Schweiboss. Schweiboss gegen Schweiboss. Geil. Ja, die Initiative von Nico ist ziemlich gut, aber... Aber, es reicht einfach nicht. Wieso fängt er an? Hallo? Na, hat ihm bestimmt mal Flinkklaue oder sowas gegeben, wa? Nochmal Flügelschlag. So... Alter, macht der Schaden. Ja, und jetzt heilt er sich natürlich gleich. Flügelschlag machen wir schon mal. Dann heilen wir uns. So, gib ihn. Gib ihn. Volle Wucht. So, Beute. Jetzt müssen wir uns heilen. Super Trank. So. Ja, mach du mal deinen Flügelschlag.
Sehr gut. Und jetzt komme ich mit Flügelschlag. Welche Schwalbe setzt Flügelschlag als erstes ein? Jo. Oh, kann hier niemand Crit kriegen? Wir machen Ruckzuck-Hieb. Nein! Oh, nein! Ah, goddammit! Was soll das? Nein! Nein, mein Schwalbus! Du behindertes Mistchen! Alter! So, Nico, räche ihn. Oh, ich fasse das nicht. Schon wieder ein Pokémon down. Zerschneider. Ja! Mach auch noch... Oh. Alter, du blödes Mistvieh. Wir kämpfen nicht mal gegen den Arena-Leiter und haben schon ein Pokémon verloren. Toll, super, geil, klasse. Ich bin echt stolz auf dich. Ja, das mache ich gleich. Ich muss eben meinen Opfer... mein totes Pokémon wegbringen. Schwalbus. Item nehmen. Item meine ich natürlich. Oh Gott, ist das bitter. Ja, wegen dem Macho-Band sind wir langsamer gewesen. Das nimmt Initiative. Und ja, fuck. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ablegen. Schwalbus ablegen. In die Deadbox. So, was haben wir denn alles noch auf der Box drauf? Nehmen wir mal Friend mit. Falls der Arena-Leiter doch ein bisschen zu heftig ist, dann können wir uns da ein bisschen gewinnen. Hoffe ich mal. Ach, heilen wäre meine Maßnahme. Verdammt. Oh Mann, ist das bitter, mein Schwalbus. Ich hatte noch große Pläne mit ihm. Jetzt haben wir kein Flug-Pokémon mehr. Ah, Schiete. Was mache ich jetzt? Toll. Mein Schwalbus. Schwund ist überall, nicht wahr? Tolle Wurst. So, gehen wir hier rein. Raum von Genauigkeit. Das heißt, der Typ verfehlt nie. Oder sie. Pokémon... Ne, Firai will ich nicht einsetzen. Nico Tausch. So, Bericht bitte. Ah, ich habe ihm Seidenschall gegeben. Das heißt, seine normalen Attacken werden stärker. Und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt reicht, um den Gegner platt zu machen. Wir werden auf jeden Fall Toxin verwenden. Wenn ich denn auch sofort damit treffe und darauf erstmal ein Stückchen Käffchen. Enikoro. Süß. Süß. Toxin! Ja, und ich werde treffen sofort. Super. Da muss das Vieh ja eigentlich Sternschauer beherrschen, oder? Finte. Ah, na toll. Zerschneider! Na toll, der Seidenschall bringt ja überhaupt nichts. Zzz. Wurde durch Gift verletzt. Nochmal Zerschneider! Jetzt heilt... Oh nein! Alles, nur nicht das! Oh nein, und Nico ist so extrem anfällig für Liebe. Also für die Art. So halt und so. Okay, wie viel? Ah, es reicht natürlich nicht. Der wird sich jetzt auf jeden Fall heilen. Oder die. Das machen wir auch. 48 KP geheilt. Hypertrank. Knut. Ah, dafür macht mein Gift jetzt noch mehr Schaden. Oh, bitter, jetzt sind wir auch noch... Ah, was soll das? Das macht gar nicht schlechten, gar keinen schlechten Schaden. So, ist in Nikoro verliebt. Ist da vor Liebe. Oh mein Gott, Nico.
Was soll das? Du musst nicht immer voll in Love sein. Mann! Boah! Wenn ich jetzt nicht treffe, dann wird die nächste Runde das Gift alles erledigen. Ja, setz Metallklaue ein! Bam! Und tschüss. Oh, es hat überlebt. So, Angriff von Nico steigt. Schockwelle. Und geil, ich bin wesentlich schneller als Inikuru. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wurde durch Gift verletzt und ist down. Tschüss. So, sehr schön. Alter, viel Geld. Ich werde auf jeden Fall, nachdem wir hier die ganzen Trainer besiegt haben, nochmal neue Sprudel holen. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe schnell ins Pocket Center. So, Leute, wir sind wieder da und wir schauen mal, was für Räume jetzt hier sind. Raum der Erholung steht auf dem Schild, okay. Nö, da gehen wir erstmal nicht rein. Wir gehen erstmal hier rein, denke ich. Was ist das? Raum der Verteidigung, ja, das ist gut. Weil ich denke, dass sich das gegnerische Pokémon die ganze Zeit aufpunschen wird mit Verteidigung. Aber bei Toxin bringt ihm das nicht so viel. Dementsprechend kann ich schon ziemlich raven. Ein Knuddelhof! Oh, wie süß! Oh nein! Es ist weiblich. Oh nein! Ich hab das... Ich glaube, Nico wird sich gleich wieder verlieben. In Inikuru ist er verliebt gewesen. Er ist in... Nico war ja auch schon verliebt. Junge, Junge. Nico, Nico, Nico. So, aber wir vermeiden es, ihn physisch anzugreifen. So kann wenigstens der Charmbolzen nicht aktiviert werden, glaube ich. Oh. Oh. Okay. Wurde durch Gift verletzt. So, Metallklaue, wir greifen jetzt doch physisch an. Und hoffen das Beste. Alter, das bringt ja gar nichts, was ich hier mache. Das kriegt ja kaum Schaden. Kaum. So, Aquaknarre. Risikotackle. Oh oh. Alter! Nicht sehr effektiv, aber. Boah! Jetzt heilt er sich erstmal. Aquaknarre. Ja, 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 ja. Habe ich mir schon gedacht, habe ich mir schon gedacht. Ich habe es doch gerade gesagt. So. Oh, das bringt gar nichts. Was hat das für eine Verteidigung, das blöde Vieh? Metallklaue. Piu, piu. Bam. Ein Igler. Ja, Igel, du dich mal ruhig ein. Ah, ah, witzig. Wird durch Gift verletzt. Na, nächste Runde ist er spätestens tot. Das wird ihn nicht killen. Ja, habe ich... Oh, und Nico ist schon wieder verliebt. Junge, Junge, Nico, Nico, Nico. Nico, Inikuru, Knuddelhof, hallo. Entscheide dich doch mal für eine. Oder bist du wie Rocco aus Pokémon? Und down. So, Leute, wir gehen wieder in den vorherigen Raum. Da gibt es ja diese Erholungsleute. Den Erholungsraum. Und da werden wir reingehen, aber erstmal gehe ich mich heilen. Piss gleich, Leute. So, Leute, da sind wir auch schon wieder und wir gehen jetzt in den Erholungsraum. Raum. So, nur eine Tür. Knut. Wir greifen einfach mal an, denke ich, ne? Oder lieber Pokémon wechseln. Wobei dieser Kampf könnte das Level Up bedeuten für Nico. Er erholt sich. Ja, wir gehen da mit Nico rein und hoffen einfach mal das Beste. Ich weiß nicht, was die für Erholungssachen nutzen. Entweder die ganze Zeit Tränke oder die TR oder die Attacke-Erholung halt. Oder Bummels.
Oh, und der Arenaleiter hat davon die letzte Stufe. Oh, das heißt, das Vieh wird sich einschläfern. Toxin trifft. Frrr. Sehr gut. Und es ist männlich, so kannst du dich... Ja, genau. Ach ja, fängt... Ah nein, warum setzt nochmal Toxin ein? Faulenz. Ah, das Vieh greift nur alle zwei Runden an, ne? Oh, das ist ja genial. Metallklaue, Attacke! Ging daneben. Konter? Oh, das ist bitter. Metallklaue! Pam! Faulenzt! Setzt... Oh nein, nicht eine Beere. Oh nein, das hätte den Sieg bedeuten können! Zerschneider. Ja! Down! Und kein Level Up. Schade. Puh, sehr gut. So, wir wollen auch noch nicht zum Arenaleiter. Wir haben nämlich noch einen Trainer, glaube ich. Das war der andere Raum, ne? Raum der Verteidigung. Da waren wir schon. Zurück! So, jetzt gehen wir mal hier rein. Initiative-Raum hatten wir auch schon. Da war das Schwalboss, was mein Schwalboss gekillt hat. So, was haben wir? Raum der Verteidigung. Hä, da waren wir doch schon. Okay. Was haben wir hier denn? Raum der Verwirrung. Okay, da gehen wir doch mal rein. So, gehe ich mich nochmal vorher heilen? Ja, Leute, ich gehe mich nochmal heilen. Wir sehen uns gleich wieder, also bis gleich. So, Leute, wir gehen in den Raum der Verwirrung. Das werden wir hoffentlich super überstehen. Puh. Was für ein Pokémon wird da einsetzen? Setzt ein Pandya ein. Oh, bitte, das Vieh kann Konfusion. So, erstmal Toxin. Und es trifft, ja! Sauber. Wurde schwer vergiftet. Irrschlag. Ach, wie süß. Ah, ich bin verwirrt. Verdammt. Wurde durch Gift verletzt. Ja, okay. Verwirrraum. War klar, dass ich verwirrt werde. Aber ich habe nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Oh, oh. Nein. Komm, greif an. Greif an. Greif an. Greif an. Greif... Nein! Nein! Oh mein Gott! Ach du Scheiße, sprudelt schnell! Mann, 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 Mann! Oh Junge, Junge, Junge! Setz direkt Power Punch ein, was soll das denn? Willst du mich verarschen oder sowas? Wieso greifst du mich zweimal an? Metallklaue. Er als erstes. Ich bin verwirrt. Und ich hau mich bestimmt selbst. Oh Mann, Nico, was soll denn das? Fuck you. Leute, tut mir leid. Ich breche jetzt eine Regel. Nico ist zwar down, aber ich werde ein anderes Pokémon dafür freilassen. Und zwar werde ich Karl dafür freilassen. Karl hat das höchste Level. Weil er noch in der Pension ist, kriegt er noch ein paar extra Level. Der ist über 30 und er ist ein ziemlich gutes Pokémon, deswegen lasse ich es frei. Als Ersatz für Nico, weil ich brauche den Zerschneider. Und da lasse ich mir jetzt auch nicht reinreden. So. Wir setzen Ram ein. Scheißvieh, ey. Warum ist das so oft dran? Ich verstehe das echt nicht. So. So, und das müsste es eigentlich gewesen sein. Fuchtler. Ja, es ist down. Sauber. So.
Sehr gut. So, die Tür zum Arenaleiter ist offen, aber ich will noch mal eben was gucken, ob es hier noch andere Türen gibt. Gehen wir da noch mal rein, bitte. So, da haben wir hier Raum der Stärke. Ah, da haben wir noch einen Raum. Da werden wir auch direkt reingehen und wir setzen Ram natürlich nach vorne. Weil Stärke klingt schon so böse, böse. Ja, keine Sorge, ich werde Dings freilassen. Und rein da. Weil ich brauche den blöden Zerschneider unbedingt. Aha, gut. Stärke, Stärke, der puncht sich bestimmt auf, oder? Sengo? Sengo. Sengo la camisa nera. Ach ja, Angriff sinkt. Das ist schon mal sehr gut. So kann er sich nicht gleich zu sehr aufpowern. Und wir setzen Fuchtler oder Geheimpower ein? Fuchtler. Mit Fuchtler sind wir noch nie schlecht dran gewesen. Hoffentlich ist das jetzt auch so. Bam. Jawohl. Schlitzer. Geh down. Geh down. Es hat überlebt. Oh, du blödes Mistvieh! Verdammt, jetzt bin ich auch noch verwirrt. Wir müssen uns heilen. Ey, Mann, ey, das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Geheim Power. Das puncht sich noch ein bisschen. Okay. Ist verwirrt. Und haut sich bestimmt selbst, oder? Mann, das kann doch nicht sein! Wie blöd seid ihr eigentlich, ihr scheiß Pokémon! Ja, zweimal Schwertern. Ja! Oh, leck mich am Arsch! Das kann ich vergessen. Firey wird auch drauf gehen. Mann, Alter. Der hat sich so sehr aufgepuncht, den kriege ich nicht down. Wetten? Nochmal Schwertanz. Jetzt ist er unbesiegbar. Scheiße. Oh, es ist down. Oh mein Gott. Fuck off, ey. Roswitha, verpiss dich. So, eins ist klar. Ich werde Karl freilassen für Nico. Wenn ihr ein Herz für mich habt, Leute, ich lasse euch jetzt einfach in den Kommentaren abstimmen. Solange nehme ich auch keinen anderen Part auf, bis da genug kommt. Und ich hoffe, dass ihr da was zuschreibt. Ansonsten ist das ziemlich gemein. Ja. Soll ich andere Pokémon freilassen für Gyarados? Ja oder nein? Und das gleiche auch für Schwalbos. Ich kann von mir aus auch gerne meine ganze Box leer räumen. Und dann lasse ich Fran auch noch mit frei. Also Leute, hier ist mein Angebot. Ich lasse alles frei, was ich habe, aber darf mein Team so behalten, wie es jetzt ist. Okay? Entscheidet ihr bitte in den Kommentaren. Weil ansonsten sehe ich echt schwarz. So, ablegen. Ja. Nico bleibt drin. Das habe ich einfach mal beschlossen, weil Nico will ich behalten. Ja gut, dann gehen weg. Reptane, Chrissy, Beate... Und Gyarados. Nein, Gyarados nicht. Der soll ja drin bleiben. Die drei gehen weg. Plus. Zurück. Ablegen. Plus. Fran. Und. Entschuldigung. Und Karl geht sowieso. Also Leute, stimmt bitte in den Kommentaren ab. Habt ein Herz für mich. Ich habe schon so oft in meinen Nuzlockes leiden müssen. Gebt mir diese eine Chance. Bitte. Naja, wir beenden jetzt den Part. Also Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen und stimmt bitte ab.
Wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let's Play Pokémon Smaragd im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Haut rein, schaut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku.